Guten Morgen, Frau Bundeskanzlerin. Herzlich willkommen. Und alles Gute. Vielen Dank. Seien Sie gegrüßt. Wir sehen uns. Hallo. Herr Vizepräsident, ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Wissmann, herzlich willkommen auf dem Opel-Stand. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Opel ist seit dem 1. August Teil der PSA-Gruppe und deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen unseren neuen Finanzchef Philippe de Rovira vorstellen kann, der mit mir gemeinsam natürlich nun das Unternehmen steuert. Bonjour Madame la Chancelière, enchanté, bienvenue chez Opel. Opel bleibt deutsch. Opel bleibt deutsch und wir werden natürlich unsere deutsche Ingenieurskunst mit der 155-jährigen Erfahrung weiter in das Unternehmen bringen. Die Unternehmen kennen sich sehr gut und ein Ergebnis der gemeinsamen deutsch-französischen Zusammenarbeit sehen Sie dort, der Grandland X, den wir auch als Hybrid nun in den Markt bringen werden. Gemeinsam, wie gesagt, entwickelt zwischen PSA und Opel. Ein weiteres Fahrzeug, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Insignia. Im Oktober diesen Jahres. Weiteres Fahrzeug, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Insignia, der Bouffier, wie Sie wissen, in Rüsselsheim entwickelt und in Rüsselsheim gebaut und das Flaggschiff der Marke Opel. Wir sind ganz stolz auf das Fahrzeug. Dies eine sportliche Variante. GSI knüpft an die Tradition vieler GSI-Modelle an, die wir hatten. Manta GSI, Kadett GSI. Wenn ich Ihnen kurz zeigen darf, das Fahrzeug, wir haben hier moderne Infotainment, Connectivity, typisch deutsche Verarbeitung. Und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr stolz, diese deutsche Ingenieurskunst in den gemeinsamen PSA-Konzern nun einzubringen und einen wirklich europäischen Champion zu kreieren, denn wir sind dann die Nummer 2 im Markt. Wir wünschen viel Erfolg, Opel und auch in der neuen Gruppe und werden darauf achten, dass das deutsche Standbein stark bleibt. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Tschüss, Frau Merkel. Vielen Dank. Wir telefonieren morgen. Ja, genau. Okay. Danke, Herr Wissmann. Machen Sie es gut, Herr Löscher. Tschüss, bis bald. Dankeschön.